Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Time at Porsche. Heute ist die Schneeballschlacht. Da müssen wir jetzt sofort hin. Alles andere ist nicht wichtig. So. Ja, wir hatten das am letzten Tag sozusagen oder gestern ein bisschen Stress kurz vorm Date, weil ich in eine Katze reingelaufen bin. Aber wir haben das ja alles gelöst bekommen. Und jetzt finden wir uns ein hier für die Schneeballschlacht. Mit eins der coolsten Events, die es gibt. Wir quatschen heute nicht mit allen, weil gleich geht's los und wir wollen so viele Bälle werfen, wie es geht. Hallo ihr alle. Guck mal, wie groß das Dorf eigentlich ist, ne? Wie viele Leute das sind. Also wenn man da mit allen gut Freund sein möchte, dann hat man was zu tun. So, Schneeballschlacht. Alte Punkte für jeden Schneeball, der jemanden trifft. Mars ist leichte Beute. Zeit, ihn mit einem Schneeball abzuwerfen. Die Flugbahn des Schneeballs. Hinweis. Eine Teilnahme erfordert mindestens 15 Ausdauer. Und da unten links sieht man, wie viele Schneebälle man noch übrig hat. So, die tauchen hier irgendwann wieder auf. Und man sieht, wie viele Punkte man dann für die einzelnen bekommt. Oh, voll daneben geworfen. Die näher dran stehen, geben natürlich weniger. So kleine Leute kriegen halt auch ein bisschen, oder dafür kriegt man ein bisschen mehr. Ist total witzig. Oh. Robert! Oh, Nist! Wir haben ein paar getroffen. Noch 12 Bälle. Das ist Django. Oh, was sieht man aber mit seinem Hütchen hier? Schön. Oh, Alice habe ich nicht getroffen. Oh, jetzt ist sie weg. Das war Verschwendung. Voll daneben geworfen. Ah, da haben wir getroffen. Sehr schön. Und man sieht, oder ihr seht, man kriegt dafür natürlich auch Beziehungspunkte. Trefferrate ist 80% und wir haben durchschnittlich 11 Punkte bekommen. Und volle Punktzahl sind 239. So, und wir machen natürlich weiter. Oh, wir sind gerade auf Platz 1, habt ihr gesehen. Da war noch Remington. Ich weiß nicht, wie viele er hatte. Oh, daneben. Schon wieder Alice. Ah, die Runde bin ich nicht... Ah! Falsches Timing habe ich gerade hier. Oh, Jack, lass dich doch mal treffen. Jack ist so klein, den trifft man einfach nicht. Doch. Okay. Also erst kommen sie nicht und dann kommen sie alle. Also man kann sich hier tatsächlich auch super Zeit lassen und sich die dann sozusagen raussuchen. Und man muss nicht so viel Bälle verschenken. Oh, Pauli! Oh nein, da habe ich ganz daneben gezielt. Nervöser Zeigerfinger und so. Und noch 7 Bälle. Oh, das zählte nicht. Habe ich die Wand getroffen. Ach, Sophia. Nein, wir haben unseren letzten Ball verschenkt. Hier, nur eine Trefferrate von 56%. Das ist nicht so gut. So, und eine machen wir noch. Oh, knapp daneben ist auch vorbei. Warum treffe ich denn Sam nicht? Jetzt aber. Gut.
Schneeballschlacht, oh, das hat auch echt immer Spaß gemacht. Aber ich habe echt Schneeballschlachten nur da gemacht, wo ich weiß, dass da wenig Steine, also generell wenig Steine rumliegen und wenig Glas oder so. Also nicht von einem Gehweg oder so aufgesammelt. Weil das ist schon echt gefährlich. Gerade wenn dann auch Herren in einem gewissen Alter ihre Kraft nicht einschätzen können und volle Kanne auf dich werfen. Das tut dann halt auch, also dann tut halt auch ein Körpertreffer schon teilweise weh. Und wenn du sowas dann in den Kopf bekommst und da noch ein Stein oder irgendwie sowas drin ist, das ist schon nicht so nett. Also, ist bei mir Gott sei Dank noch nie ins Auge gegangen, aber so ein paar Treffer waren schon, hab ich auch gedacht, oh, muss nicht sein. Ich glaube, also es gibt ein Alter bei Jungs, wenn die generell Ballsport mögen, da sehen sie nur den Ball und mehr nicht. Also, ich meine dann so, dass ihr Jugendlichen ihr Alter von, weiß ich nicht, 13, 14, 15. So, 210 Punktzahl, 68%. Schon mal ein bisschen besser. Ende und... Wir sind auf Platz 1. Wir kriegen 25 Schneeballschlachtabzeichen. Roter Tee, Spaghetti mit Chapa-Soße und Stopfleber mit Orange. Weil wir sind weit vorne bei Platz 1. Okay. So, jetzt hatten wir ein schönes Schneeballfest. Jetzt können wir uns mal wieder ein bisschen um Aufträge und so kümmern. So. Holen wir mal hier auch, guck mal, wie viel Carbonstahl eingeschmolzen wurde. Das sieht doch schon mal gut aus. Dann sollten wir ja jetzt auch unsere Stahlrahmen bauen können. So, 3 Stück. Und wir können doch schon mal wieder 3 Platten fertigen. Die brauchen wir ja für die Zaunreparatur oder vom Geländer die Reparatur. Und dann können wir jetzt auch 3 Stahlhöhlen bauen. Nein, weil wir Schweißstäbe brauchen. Oh nein. Ist hier irgendjemand gleich durch? Wir müssen einmal kurz abbrechen. Man braucht ja 6 Schweißstäbe insgesamt. Vergesse ich immer wieder. 1, 2, 3. So, jetzt können wir erstmal uns darum kümmern, unsere Sachen wegzuräumen. Stopfleber. Was macht die? Max GP dauerhaft. 2 Stück. Können wir eigentlich gleich essen, ne? Essen wir gleich. So, was machen die? Angriff. Und roter Tee ist ein Buff für Ausdauer, also ein Ausdauerbuff und ein Lebensheilbuff. So, hier sind Abzeichen. Wir haben ein paar Geistabzeichen. Und die ersten Schneeballschlachtabzeichen. Oh, wir haben 4 Reliktkisten. Ich habe die eine übersehen, oder? Oh ja. Jetzt haben wir 4 Kisten, aber das ist auch nicht so schlimm. So, jetzt mache ich mal kurz alles sortieren. Kommst dorthin. Das essen wir gleich. So, wir brauchen mal unsere sonstiges Kiste. Da kommt jetzt noch Feuer. Oh nein. Ist auch schon voll, ne? Ah. Ich glaube, die eine Reliktkiste wird eine sonstiges Kiste. Ich habe mich ja schon gewundert, warum ich nur eine Reliktkiste habe. Kenn mich ja. So, bestätigen. Da kommst du dann noch mit rein. Dann haben wir hier noch 4 Holzkohle. Die können wir gleich mal verbraten. So. Kommst dort mit rein. Die Stopfleber essen wir jetzt mal. Wir haben jetzt 932 Leben. Also schon recht viel.
Aber wenn so Events sind, dann sind die Tage meist so schnell rum. Oder das Event geht relativ lange und dann sind sie nicht so schnell rum. Also dann geht's länger. Also bei Story geht's meist immer so ein bisschen länger oder dauert ein Tag meist ein bisschen länger. Aber jetzt so bei Events wie die Schneeballschlacht oder das Angeln, dann ist irgendwie immer der ganze Tag weg. Oder fast weg. Und man hat, ja, die Folgen werden nicht so cool. Wir müssen mal schauen. Wir werden ja nächsten Tag auch auf jeden Fall wieder die Schneeballschlacht mitmachen. Ob wir vielleicht noch einen dritten Tag einfach dranhängen. So. Wir haben die Stahlhülle. Und unser Ofen ist fertig. Ja, wo stellen wir den denn jetzt hin? Der ist nämlich relativ groß, wie ihr seht. Wir können das natürlich... Was ist das? Hier hin? Irgendwie nicht so. Ich überlege gerade, wie wir umbauen. Ich glaube, den stellen wir hier in die Ecke. Das heißt, alles muss hier mal ein bisschen rutschen. Können wir das hier theoretisch auch hier hinstellen? Theoretisch können wir das auch da hinstellen. Mal drehen. Ich stelle das mal so hin, dann sollten wir hier irgendwie noch rankommen. So, nehmen wir mal kurz, einmal abstellen. Wir müssen nämlich den Boden abbauen. Das machen wir mit der Axt. Also Böden kann man damit abbauen. Ihr wisst gar nicht, wie lange ich dafür gebraucht habe, das zu erfahren, dass man die mit der Axt abbauen kann. So, dann gucken wir nämlich mal, ob das hier alles so passt, wie ich mir das vorstelle. Das vorne oder ist das vorne? Wir werden es ja sehen. Zur Not kann man den ja immer noch. Ich glaube, das wird ganz knapp nicht passen, ne? Oder doch? Ne, um einen Platz passt das nicht. Okay, der muss wirklich dort in die Ecke. Jetzt passt es hoffentlich. Ja, so jetzt müssen wir nur noch den Boden verteilen. So, weil man den Boden nicht absetzen kann anscheinend. So, jetzt. Oh, Spiel, lass mich bitte. Stehen jetzt alle ein Stück weiter vorne, ne? Aber das ist hier ja nicht so schlimm. Dann kann man nämlich noch ganz gut an den Stall ran. Kommen wir hier dann auch gut noch an den ran? Ja, kommen wir. Ist alles gut. So. Dann jetzt ab ins Bettchen. Nein. Werden wir am nächsten Tag wieder die Schneeballschlacht beschreiten hier. Gucken mal, was wir uns für Belohnungen dann abholen können. So, neue Schneeballschlacht. Los geht's. Aber wir können uns ja jetzt kurz einmal die Belohnung angucken.
Also, es gibt Schneemänner. Dann gibt es so ein bisschen Glücksplane. Ich glaube, das ist sowas tatsächlich Chinesisches. Sonnenwendekranz. Ein Tannenbaum gibt's. Und natürlich Kleidung. Dafür braucht man aber sehr viel. Braucht man für 65, 105. Also mindestens 3 Schneeballschlachten. Also 3 Events pro Jahr, ne? Oder? Ja. Also 3-mal das Event. So, jetzt habe ich mich hoffentlich verständlich ausgedrückt. Loslegen, loslegen. Okay. Oh, da hat er sich wieder weggeduckt. Oh, Antoine! Jetzt aber. Rache. Dafür, dass du dich eben einfach weggeduckt hast. Sam haben wir. Antoine hoffentlich gleich auch. Nein, jetzt aber. Oh! Zweimal so knapp daneben. Oh, ich glaube, der war ein bisschen weit. Ja. Der war verschwendet. Was ist denn heute los? Muss ich mich mal wieder ein bisschen mehr konzentrieren hier. Oh, das könnte sein, dass wir diesmal nicht auf Platz 1 sind. Gucken wir mal. Konzentrieren wir uns mal wieder. Oh, 18 gab das da hinten mit Jack. Sehr gut. Ich habe gerade gar nicht die Trevorrate angeguckt. Die war aber nicht so gut. Vielleicht ist sie jetzt ja besser. Ich will eigentlich nur Schneebälle werfen, ne? Das sieht schon. Statistiken sind jetzt total für Popo. Ich will nur werfen. Oh ne, der war zu hoch. Der war verschwendet. Na, wer will noch? Sophie haben wir noch nicht einmal getroffen, ne? Oder doch? Oh, Jack! Das nehme ich dir übel. Darf nicht werfen, wenn Jack da um die Ecke lugt. Hallo. 60% jetzt gerade. So, nochmal. Nächste Schneeballschlacht. Ah, da ist schon wieder Antoine. Hinten ist Oaks. Ah, Remington haben wir mal. Den hatten wir auch noch nicht, ne? Oh. Der war absolut verschwendet. Pauli ist so groß. Da kriegt man nur 9 Punkte für. Oh, Oaks. Da habe ich doof gezielt. McDonald's gibt bestimmt was. 16. Nee, Obst geht gleich wieder weg. Oh, guck mal, wenn man nicht wirft, dann bleibt der Vorlage da. Und wenn man wirft, ganz schnell wieder weg. Komm, ich hab dich getroffen. Jetzt habe ich dich getroffen. Wer ist eigentlich da hinten? Darauf fokussiert. Ach, Remington war das ja. Stimmt. Guck mal, wie lange Antoine eben gerade da geblieben ist.
Ach, Pauli. Ja, da war ich mir nicht sicher, ob ich Oaks noch treffe. Ah, das war, glaube ich, zu kurz, ja. Mist. So, letzter Ball. 72%. Oh, schon wieder vorbei? Oh nein. So, jetzt haben wir 5. Ach, man kriegt mehr am zweiten Tag. Okay, das wusste ich nicht mehr. Ja, mega cooles Spektakel. Oh, wir haben wieder was anderes bekommen. Das müssen wir gleich mal angucken, was uns das gibt. Dauerhaft auf Verteidigung essen wir. So, die restlichen Sachen packen wir weg. Und die Abzeichen packen wir auch weg. Haben wir schon 60. Die Belohnung kann man ja auch immer einlösen in der Handelsgilde. Also wenn man dann das zusammen hat, was man zusammen hat, muss man nicht halt immer auf das jeweilige Event warten. Was ich ganz nett finde. So, die sind fertig. Dann können wir doch schnell noch das Geländer reparieren. Ne, 2 war das ja nur, ne? Weiß zwar nicht, wie man 3 Platten mit 2 Drähten festmachen möchte. Aber wir sind jetzt mal hier nicht so logisch. Dieses Geländer ist gemein. Das reparieren wir natürlich. So ist alles wieder schick. Dann können wir gleich auch sagen, dass wir fertig gebaut haben. So, fertig. All done fixing the handrail? Ja. Thank you so much. I was going to fix it myself if no one helped, but you obviously did a much better job than me. Ich bin ja auch der Handwerker und du der Arzt. Wollen wir mal schön bei unseren Rollen hier bleiben. So, dann können wir doch mal gucken, ob wir den Bohrer mal angehen können, das Projekt. Bist du denn noch sauer auf mich? Believe you me, you won't want to play anymore if you were to get hit by a snowball in the face. Ja, damit habe ich kein Problem. Wenn es ein normaler Schneeball ist, wenn da Steine und Scherben drin sind, dann habe ich damit ein Problem. So, Bohrer. Kann das ja auch mal hier machen, ne? Nachsehen. Und bauen wollen wir den. Jumbo-Reifen brauchen wir. Stahlhülle, Gummireifen, große Bohrspitze, industrieller Motor, Schaltpult und Einzelsitz. Also für den Einzelsitz brauchen wir auf jeden Fall schon mal 2 Holzbretter. Wir brauchen ganz viel Carbonstahlbahn. Gummireifen können wir schon mal herstellen. Brauchen wir 2. Schaltpult brauchen wir 2. Genau, da brauchten wir das Holzbrett. Industrieller Motor brauchten wir ja 3. Haben wir da schon 3? Verbesserter? Ja.
Dann bauen wir nämlich das schon mal ein, was wir haben. Dann haben wir noch die Bohrspitze. Und dann geht's gleich mal los mit ganz viel Carbonbarren schmelzen. Aber erstmal Holzkohle herstellen. Achso, ich kann euch ja mal zeigen, was der Elektrolyseofen bzw. der Hochofen kann. Und zwar Edelalu, hartes Aluminium und Magnesiumpulver. Können wir das auftanken? Anscheinend. Dafür braucht man nämlich schon die Steinchen. Habt ihr gesehen, die verdichteten Energiesteine. So, wie viele? Wir brauchen ja wieder Stahlhüllen. 3 Stück. Das heißt, wir brauchen wieder 3 Stahlplatten. Die können wir ja auch schon mal schneiden lassen. Holzbrett, das läuft alles. Dann brauchen wir natürlich wieder Schweißstäbe und zwar 6 Stück. Das macht dann der eine Ofen schon mal. Und dann bauen wir jetzt schon einfach mal die Sachen an, die wir haben. Und dann beende ich einfach mal die Folge. Da seht ihr, wie der Motor zu dritt da drin steht, sitzt. Sieht voll cool aus. Nee, das ist keine Stahlhülle. Schaltpult. Dann haben wir 2 kleine Reifen. Das sind die hier hinten. Und dann geht's nach getaner Arbeit einfach mal ins Bettchen. Dann würde ich sagen, ist das mal wieder eine kürzere Folge. Aber die letzte war ja relativ lang. Ich hoffe, ihr verzeiht das. Weil wenn wir jetzt noch einen Tag anfangen, dann wird die Folge auf jeden Fall überlang. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.